Alkohollizenz! Endlich! Hoppla! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Curdery! Mit mir, Curdery! Und es wird Zeit, raus aus den Schulden! Das gehen wir heute mal an, weil wir machen ja noch nicht so viel Umsatz, eigentlich fast gar keinen. Deshalb lassen wir mal die Zeit vorher laufen. Ich weiß gerade gar nicht, um was es hier geht. Ja, minus 2300% Gewinnspanne, ist doch geil. Und hier wissen wir es noch gar nicht, weil der lief noch gar nicht. Ja, vielleicht ist der Brotladen nicht das ideale Konzept. Kann man aber ja ändern. Ist ja kein Problem. So, gehen wir mal hier Gas. Forscht mit dir auch so ein bisschen was. Der Kaffeeshop. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kaffeeshop... Jetzt haben wir die Kühlkette erforscht mit Obst und Fisch und Fleisch. Alkohollizenz natürlich. Wir können jetzt hier. Was? Wir ändern mal das Konzept so ein bisschen. Es ist jetzt nicht nur eine Bäckerei. Gibt es jetzt nämlich frisches Obst. Gemüse habe ich gehört. Gehen mehr für Obst. Ja, machen wir mal 10 Obst. Entschuldigung. Kategorie. Kann man das hier verwalten? Das würde ich gerne umbenennen. Das ist kein Brotladen mehr. Obstbude. Obstbude. Ja. Dann geht's nicht mal voran. Vorne ist mal Kohle. Hier kommen schon wieder die Handwerker, die eigentlich gar nichts arbeiten. Auf die Mundpropaganda hören wir auch mal nicht. Wo sind denn hier meine Worker? Jetzt. Jetzt muss aber ganz schnell eingeräumt werden, meine Freunde. So, guck, hier geht's ja schon los. Jetzt kaufen sie schön Obst. Und hier kaufen sie alles, was es im Regal gibt. Da haben wir ja alles da an Getränke und Lebensmittel. Sanisch! Ziel erreicht, erreiche 100 Gesamtverkäufe, Belohnung 10.000 Dollar. Man kann es bestimmt für Euro umstellen. Wenn, habe ich es noch nicht gesehen. Beziehungsweise, ich habe auch gar nicht geguckt. Oh, hier stehen so viele Leute an. Das heißt, wir müssen die Bude hier mal ausbauen. Machen wir auch. Machen wir direkt. Komm. Fundament. Kostet nur 66.000. Das geht ja. Kostet ja nichts. Knallen wir jetzt ein richtiges Geschäft hin mit allem, was hier so Lebensmittel betrifft. Dann stellen wir hier einfach bis hier das Obst um und so. Jetzt machen die hier alle Feierabend. Guck, jetzt sind sie noch minus 3. Shit. Hier haben wir plus 9% Gewinnspanne gemacht. Aber das mit der Obstbude, das ist schon... Das ist nicht so geil. Aber da kommen wir noch hin. Wir haben eine kleine Rattenplage. Naja. Das kriegen wir alles hin. Das ist kein Problem. Warte nur, wenn es Alkohol gibt, dann ist hier die Bude offen. Eh nicht. Scheiße, jetzt habe ich das Büro offen gemacht. Das wollte ich ja gar nicht. Da muss eine Mauer hin. Bauen. Mauer. Hier kommt eine Mauer hin. Und da können wir auch mal eine Tür reinkloppen. Gute Personaltür. So, zuweisen. Geschäft. Ich muss das hier wieder clearen. Das ist alles Obstbude. Nein. Das ist hier... Curdery Market, meine lieben Freunde. Stark. Machen wir aber auch hier den Kran hier weg. Das brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen ist, dann machen wir ganz langsam. Wir haben doch noch einen Worker da, gell? Ja. Einen. Wir haben sage und schreibe einen Worker da. Können wir die Wand da oben auf jeden Fall voll knallen? Das ist auch kein Problem. Aber zwei Kassen da. Das ist natürlich direkt besser.
kriegen es locker easy hin. Gibt 8 Tische. Haben wir da die Tische schon? Ah, mal gucken, was wir da machen. Ich will eigentlich um was anderes gehen und nicht auf Alkohol. Machen wir nach dem Alkohol. Guck's dir an. Jetzt haben wir da alles wunderbar mit Tischen vollgeknallt. Jetzt lassen wir aber auch mehr Platz da in der Mitte. Anscheinend stört es die Leute kaum. Aber wir machen das einfach mal trotzdem. Lager und alles, es müsste ja alles noch dasselbe sein. Können wir nämlich auch Regale hinfallen. Das ist so die Mitte. Achso, das ist nicht zugewiesen, gell? Korrekt. Korrekt. Jetzt passt das. Verwalten. Der Curdery Market. Lager neu verbinden, das machen wir auch mal. Minus 600%, das ist nicht schlimm. Ist am Anfang wahrscheinlich immer so. Klar. So, da kommt da noch was hin. Hier kommt dann die nächste Ebene. Kommen aber auch noch mehr Zeug. Lebensmittel hatten wir ja alles eigentlich, gell? Ja, aber dann, ach ja, natürlich hier. Wie konnte ich das vergessen? Warum steht das doppelt da? Das ist ein bisschen verwirrend. Machen wir erstmal so. Die Kassen bleiben ja bestehen. So, jetzt ist es aber wieder so. Achso, das ist alles schon fertig. Stehe. Tauschen wir aber trotzdem hier ein bisschen was aus. 6 Brot. So, haben wir 3. Ja, passt doch. Ja. Die sind nicht bestückt hier. Gesundheit und Schönheit. So wie ich. Hübsch, schlank und gebildet. So muss das sein. Wir blieben in Bettlagen. Ja klar, wir knallen hier einfach alles rein. Ey, sag. Da haben wir Milch, da haben wir Milchprodukte, da haben wir Fleisch, Fisch. Und hier machen wir nochmal, keine Ahnung. Wasser. Ah, da machen wir nochmal Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 Regale bräuchten wir noch. Damit wir alles drin haben, was wir haben wollen. Das sind 6. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sogar 1 zu viel. Guck mal da. Das lassen wir mal raus. Ist auch bald Tag. Das kommt, glaube ich, gar nicht gut. Stellen wir mal um, dann stellen wir mal dahin. Jetzt kommen schon die Leute. Hätte jetzt eigentlich mehr Leute gebraucht, die einräumen. Da kommen schon Kunden. Da kommen Kunden. Ah, nee. Zu Kunde? Nee. Ich hab schon gedacht. Wo sind die Lieferanten? Da. Alter. Wir machen jetzt einfach schon miese dadurch, dass nichts in den Regalen ist. Das macht aber nichts. Wir kriegen das alles rein. Das sollte gar kein Problem darstellen. Oh, guck, da kommt Lieferung. Das Lager passt eigentlich. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme im Lager, als ich dieses Spiel gespielt habe. Säcke und zu guter Letzt haben wir hier noch. Jetzt haben wir alles da. Und Laden offen. Und wir haben Obst. Die Leute dürfen Obst kaufen. Ist das nicht großartig? Komm, wir beschleunigen mal ein bisschen die Action hier. Wir haben ja sonst nichts da. Ja, die Auswahl ist begrenzt. Das weiß ich. Ich wollte das eigentlich offen lassen. Das stellen wir. Das stellen wir um. Weißt du nicht, was wir gerade umgebaut haben? Aber das macht nichts. Jetzt haben wir ja alles da. Minus 600%. Macht nichts. Wie gesagt, alles cool. Wie sieht denn das hier mit dem Alkohol aus? Den gibt es ja auch bald.
Kann ich hier noch mehr Regale hinballern? Was ist denn hier? Hallo? Auch hier mehr Personal. Ich hab einen Kassierer da! Das darf gar nicht sein. Er hat den gekündigt einfach. Ah, stellen wir den einfach ein hier, den Gregory Watson. Weißt du was, wir bauen noch zwei Kassen dahin. Einfach, weil wir es können. Da kommt da noch eine hin und hier noch eine hin. Einfach. Also Personalkosten, das ist alles unrelevant. Verwalten. Kassierer einstellen. Hier, yeah, die ist gelb. Die Tulip Morgan. Okay. Hier wird schon wieder 28, 63, 29. Hier. Janet Rotzko. Die arbeiten ja eh alle gleich, weil. Scheiße, Öffnungszeiten. Alkohollizenz! Endlich! Hoppla! Jetzt hier Verkaufsanalyse. Ja, dann sieht man hier was hier, ne? Sicherheit, Kameras, damit nicht geklaut wird. Logistik, da kommt mehr Lieferung, das machen wir einfach mal. Ich weiß, ich habe das Spiel eigentlich auf was anderes gehen, aber das passt schon. So, also das sehen wir erst um 12 Uhr, wie viel Umsatz. Ja, das mit den Kassen, das war ein bisschen blöd. Schlecht umgesetzt, sage ich mal. Im gleichen Atemzug erweitern wir einfach mal hier den Parkplatz. Auch kein Problem darstellen sollte. Wo sind meine Worker? Hier, arbeite mal. Arbeit mal was! Junge. Leute, die ganze. Ich hab einen Worker. Da kann man sparen. Am Worker. Wie sieht das hier überhaupt aus? Wartungszentrum, Hausmeister, 2, Bauarbeiter, 3. Ja, das passt doch. Das ist okay. Ja, weiterhin jetzt einfach mal den Parkplatz da. Das passt doch. So, der ist schon heim. So, jetzt haben wir hier Zender. Minus 70%. Doch gut. Da haben wir keine minus 1000%, 2000%, 6000%. Minus 70. Jetzt kann es eigentlich nur bergauf gehen. Weil wir jetzt alles da haben. Noch nette Maß. Es ist immer noch nicht alles eingeräumt. Und wir haben ja noch den Alkohol. Wo gibt's den Alkohol? Im Regal. Nochmal drei Regale. Drei Regale. Lebensmittelregal. Ah, ich will nur eins. Eins schickt doch. So. Will ich gerade echt nochmal einen Bauarbeiter anstellen. Aber komm. Wir haben noch Zeit bis morgen. Kein Problem. Ja. Großartig. Ella. Ella. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, einen Fehler gemacht. Ah ja, belastend, würde ich sagen. Kommt mir gleich noch ein Bauarbeiter. Ja. Scheiße. Shit! Ja, das lassen wir erstmal so. Kommt mal hier alles ein, Leute. Damit hier mal, ne? Hier kommen nur noch Spirituosen hin. Bier und. Wein. Dasselbe gibt es auch noch mal in Halt, habe ich gehört. Die Truhe. Ja. Kommen noch mal drei von denen hier hin. So, ganz, ganz ruhig. Mineralwasser habe ich zwei. Die, ah ne, es gibt nur. Ja, na klar. Da muss so. Los, ausgeglichen. Na, nicht alles da. Warte mal, das Bruch dahin. Ja, das mit dem Parkplatz, das habe ich so ein bisschen verhauen. Es tut mir leid. Nur mal alles weg da. Alles weg. Oh, Ziel erreicht, verkaufe 20 unterschiedliche Produktarten. Einfach. Wieder 10.000. Ich glaube, ich immer 10.000. Ja. Blöde Mann. Mehr gibt's halt nicht. In dem Laden. Ihr Ziel erreicht, wir kaufen 30 unterschiedliche Produktdaten.
Der Formel nochmal. Ach ja, Logistik. Mehr Kisten. Mehr Ware. Also wir haben so ein kleines Lager und so ein Laden. So, warte, so ein Laden. Ich sehe es. Gehst du schon mit abgeschnitten die Wand. Oh, nicht raus. Ja, ich weiß, Parkplätze. Zu wenig. Zu wenig Parkplätze. Was sehen wir nochmal? Also ich feiere an. Tschüss. Wir nennen mal auch gleich nochmal. Hase. Da ist der Worker, ja. Gib ihm. Das ist jetzt richtig rum. Ja, so ist richtig rum. So, weiter machen wir um eine Spalte den Parkplatz. Hier kommt als. Da kommt als nächstes unser Elektrogeschäft hin. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Yeah. Sind sie noch mal kurz zu zweit? Oh, hat schon erledigt. Ist schon heim. Ja, den Laden werden wir noch weiter erweitern. Ja, hier kommt ein Ziel erreicht. Täglichen Gewinne bei 500. Moment. Du weißt. 68% plus. Guckt euch an. Umsatz 2923. Gewinn 2000. Bilanz. Gehälter. Heute. Laufen. Ah ne, ist schon hier. Hier, gestern. Instandhaltung 512, das ist halt hier die Kassen und Regal und so. Das kostet ja alles Geld den Tag. Gehälter. Ja, wir haben halt hohe Gehaltskosten, aber relativ guten Umsatz. Wird ja täglich mehr. Wir sind bald, wir haben hier bald Herbstanfang. Dann ist hier Halloween und bald ist Winteranfang. Komm, mach mal, gib mal Gas da. Weiß auch, dass das will. Für die Logistik brauchen wir noch einen Augenblick. Finanziell müssen wir auch noch ein bisschen wachsen. Weil irgendwann gibt es hier nichts mehr. Man kann zwar ein Darlehen aufnehmen, aber da muss man Zinsen zurückzahlen. Das wird ja scheiße. Macht keine Schulden. So, Kundenparkplätze. Rup. Na, Parkplätze, mehr Kunden. Komm, gib mal Gas. Bräuchte hier so 100 Stück von denen. Damit das alles auf einen Schlag fertig ist. Guckt euch, zoomen wir mal raus, guck mal, wie viel Platz hier ist. Und wir sind einfach hier. Zack, wieder alle da. Und die stehen alle rum. Jetzt haben wir den Parkplatz, so wie wir es wollen. Ja, da kommen sie alle angerauscht, du. Alle, Mann. Feier ich. Was haben wir, 68% hatten wir gestern? Gucken, wie es heute läuft. Dann machen wir die nächste Anpassung, ich sag's euch. Die nächste Anpassung. Die erreicht, die 500 Gesamtkäufe. Verkäufe. Ja, das mit den Kassen, vier Kassen, das war ein sehr guter Move von mir, muss ich schon sagen. So, eine halbe Stunde noch, dann ist schon wieder Feierabend für heute. Plus. Auch ganz gut. Kommen wir mal ganz, ganz slow. Auswählen. Verwalten. Warte. Weich. Ich darf keine 24 Stunden aufhören. Ei. Eisch. Personal. Das war 9,17. Muss ich erst erforschen. Machen wir hier Priorität. Nachtschicht. Ganz wichtig. Machen wir neue. Eieieiei. Ich will nämlich ein durchgehend geöffnetes Geschäft haben. Und dann gibt es ja nur Kohle. Nur. Brauchen wir Instandhaltungskosten. Ich glaube, das wird dann zu berichten. Und die waren hier nix. Weil ich nichts baue. Könnt die Bude jetzt noch erweitern. Oder die Straßen könnte ich erweitern, aber sich das lohnt. Eisig nicht. Aber das, guck mal, das kostet 72.000 Dollar. Nee. Nee. Wir warten. Wir warten einfach.
Was ist denn hier Propaganda? Mundpropaganda, Tag 9. Neue Geschäfte, welche die Kunden favorisieren? Lebensmittelgeschäft, haben wir doch. Wir haben keinen 50% Anteil. Das erhöht dann nochmal die Sparte. Gibt mir noch mehr Geld. Buchhandlung. Nicht Einzelhandelsgeschäft, ein Coffeeshop. Ja. Ist ja schon mal angefangen. So weit sind wir einfach noch nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? 65% plus. Super. Was haben wir denn? Hauptanteil ist Obst. Mehrere Lager anschließen, das weiß ich gar nicht. Mich mal interessieren. So, jetzt kommen wieder die Leutchen. Geht's weiter. Wir können hier noch keinen großen Umsatz erwarten. Womit wir auch was anfangen können. Und hier ausbauen. Das ist ja der Plan. Guck mal hier. Die arbeiten nichts. Die Hausmeister, Dudes. Jetzt kommt ja alles auch so ein bisschen auf die Forschung drauf an. Überlege ich gerade. Bauen wir nochmal ein paar Forschungstische, damit das schneller geht einfach. Kann ich die nicht durchgehend arbeiten lassen? Weiß ich gar nicht. Moment, verwalten. Büro. Das Büro kann ich immer anlassen. Ja klar. Haben wir da drei Schichten oder was? Ne, zwei Schichten. Ja, wir haben zwei Schichten. Acht bis 18. Kriegt mir Gehalt. Der Unterschied. Aber das ganze Dach durch. So, jetzt stellen wir hier nochmal Büroarbeiter ein. Büroarbeit, oh. Noch mehr Büroarbeiter. 29. Ich zähle. Und nochmal Büroarbeiter. Du sein. Aha, aha, aha. Dann haben wir hier einmal 0 bis 8. Noch länger, oder nicht? Ein bisschen länger arbeiten. Endet um 10. 10 Stunden. Die müssen 12 Stunden arbeiten. Die müssen 12 Stunden arbeiten. Es tut mir leid. Keine Ahnung, wir machen das mal so. Nee, so. 12. Wir haben eh nichts zu meckern. So. So machen wir das. Haben wir einmal von 0 bis 12 und von 12 bis 0. Ja, siehst du. Geh doch. Alter, das ist verstrahlt. Ah. Aber die kommen nicht. Und wahrscheinlich erst am nächsten Tag, weil ich die erst eingestellt habe. Das greift erst ab 12. Warten wir mal ab. Warten wir mal kurz ab, ob das greift. Ja, da kommt noch. Ja, siehste. Die Nachtschicht der Büroarbeiter. Wo können wir das machen? 64. Ja, wir haben ein bisschen weniger gemacht. Wir müssen da nochmal gucken. Wir müssen uns noch optimieren. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bye. Diese Marktspiel. Oh Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie es in Drake Ball endlich mal abgeht gegen Nappa und wie geht er, dann klickt hier. Und die Cybermen, oh Gott, die waren nervig. Macht's gut, euer Curdy.